bin eine Frau. Und was ich sehe, wenn ich in den Spiegel blicke, das ist einfach. Ich sehe Haut, Haare, Glieder, Finger, Augen, Ohren, Mund, Hals, Nägel, Zähne, aber halt. Das alles sehe nicht nur ich allein als Frau, sondern auch alle anderen, sowie auch die Männer. Nun ja, mehr oder weniger. Wenn Mann in den Spiegel blickt, sieht er noch etwas anderes, was Frauen wohl nicht sehen. Stärke, Überlegenheit, Dominanz, Führungsqualität. Ja, genau. Männer fühlen sich uns Frauen überlegen. Woran das liegt, das ist wohl allen klar. Männer sind das stärkere Geschlecht. Sie haben mehr Muskeln und sind größer, verrichten harte Arbeiten und ohne sie gäbe es keine Fortpflanzung. Sie protzen vor Stolz mit ihren neuen Autos und spielen mit ihren Muskeln, um uns Frauen rumzubekommen. Das ähnelt doch sehr dem Balzverhalten, welches die Sexualpartnersuche in der Tierwelt beschreibt. Dabei wird es unterstützt dadurch, dass die Werbung, die Medien, der Film, sie alle zeigen den Körper der Frau als Ware an, die der Mann kaufen oder mit Gewalt nehmen kann. Die ganze Welt des Konsums wirbt mit sexueller Gewalt und der wahre Frau. Man kauft nicht nur das Auto, man kauft den Frauenkörper dazu. Doch die Leute, die werden geradezu dazu animiert, das zu denken. Wie? Na dadurch, dass wir uns gegenseitig als Huren bezeichnen und selber halbnackte Bilder auf den sozialen Netzwerken posten. Nun, für manche Frauen ist das okay, wenn sie sich nur mit einem Slip vor die Kamera stellen und fotografieren lassen. Es gibt trotzdem viele, die dies nicht mal für alles Geld der Welt täten. Vielleicht kommt die Frage auf, wieso dagegen wären, wenn es den Leuten doch gefällt. Obwohl, findet ihr das denn wirklich attraktiv? Oder denkt ihr euch als Mann eher so, wow, was eine Bitch, die kann ich knallen? Ist das denn besser? Es gibt da ja dieses bestimmte Modell, wie eine Frau auszusehen hat. Kennt jeder, oder? Diese 60-90-60 Maße. Habt ihr die? Ich nicht. Ich will die auch gar nicht. Wenn man sich mit diesen Maßen wohlfühlt, ist das okay. Wenn man sich ohne diese Maße wohlfühlt, dann ist das auch okay. Das Wichtigste ist nämlich, dass man sich in seinem Körper wohlfühlt und auch tragen kann, was man will, ohne gleich als Schlampe abgestempelt zu werden. Merkt euch das. Doch nehmen wir an, dieser Korpus wird nun von jemandem ergattert. Wenn man ihn hat, was macht man mit ihm? Ab in die Küche. Kochen, putzen, Kinder erziehen, den ganzen Haushalt ohne jegliche Hilfe führen, das sind Eigenschaften, die von jeder Frau erwartet werden. Als selbstverständlich gilt, dass sie dabei noch Zeit findet, ihrem Mann nachts eine schöne Zeit zu bescheren. Tja, das ist es. So werden Frauen gesehen, als minderwertiges Geschlecht, welches sich in keine politischen oder sportlichen Themen einmischen soll, weil sie sich damit sowieso nicht auskennen. So ist es auch in meiner Familie. Mein Vater berührt selten den Putzlappen, wenn er das schon tut. Und wenn er es getan hat und er es meiner Mutter und mir erzählt, dann fügt er meist hinzu, das hättet ihr machen sollen. Oder wenn ich eine Gruppe Männer über Männerthemen reden höre, dann und eine Frau auch etwas dazu sagen möchte, dann höre ich auch immer dieses, ach, was weißt du schon über Autos, Sport, Politik und solche Themen eben. Aber wenn eine Frau mit einem Mann redet, aber wenn eine Frau versucht, mit einem Mann zu reden, dann will sie doch nur von ihm gehört und gesehen werden. Ich zu meinem Teil hasse es, ignoriert zu werden oder zumindest ausgeschlossen, nur weil ich eine Frau bin und davon keine Ahnung habe. Aber wir Frauen, wir lieben Männer. Sonst hätten wir es doch bestimmt nicht so lange mit ihnen ausgehalten. Doch die Männer müssen das endlich verstehen. Wenn wir euch lieben, dann erwarten wir auch, dass ihr uns liebt. Man sollte aufhören, mit den Gefühlen anderer zu spielen. Mit Liebe spielt man nicht. Sie ist auch so schon viel zu selten anzutreffen. Denn Männer sehen Frauen als Sexobjekt und Frauen sehen Männer als Geldautomaten. Doch jeder liebt auf eine Art und Weise und jeder weiß, wie es sich anfühlt, von Personen, die man liebt, enttäuscht zu werden. Ich möchte keinem unterstellen, dass er damit die Welt von jemandem
zerstört, doch möchte ich gerne damit sagen, dass man sich nicht halbherzig in eine Beziehung stürzen sollte. Meist macht man das doch nur wegen Sex, da die Person einen ansehnlichen Körper hat. Aber lernt die Person kennen und nicht ihr Geschlechtsorgan. Ich stehe hier also nun als Frau vor euch. Doch ich wäre nicht in der Lage, hier als Frau vor euch zu stehen, wenn es in der Vergangenheit keine Frau gegeben hätte, die sich getraut hat, aufzustehen und ihren Mund aufzumachen. Die Frau als Sexobjekt und Haushilfe wird in unseren Köpfen noch lange bestehen bleiben. Es gibt aber eine Möglichkeit, dies zu stoppen, indem wir uns nicht auf die neuen Trends einlassen. Ist es denn notwendig, bauchfreie Tops zu tragen, Hotpants, bei denen man den halben Arsch sieht, oder Kleider, die ein paar Zentimeter unter der Gürtellinie enden? Stellt euch nicht vor die Kamera und post. Zeigt nicht mit Freude die Hälfte eurer nackten Haut. Stellt euch vor den Spiegel und sagt, ich bin mehr wert als das. Ich werde ernst genommen, wenn ich mich dagegen sträube. Ich habe als Frau die Möglichkeit, heute auf der Bühne zu stehen und zu sprechen. Und dadurch kann ich es den Frauen in der Zukunft ermöglichen, dasselbe und vielleicht sogar mehr zu tun.